Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Im letzten Part haben wir Bianca besiegt und haben die restlichen Trainer auf der Route unterhalb 34 platt gemacht und sind jetzt auf Route 35, müsste das sein. Und sind gerade dabei, hier noch alle Trainer zu kloppen. Wir werden ja auch weitermachen und heute in diesem Part wird sich wahrscheinlich mindestens ein Pokémon entwickeln. Ich bin zum Glück ein Boden-Pokémon, also sind deine Elektro-Attacken mir scheißegal. Ich bin ein Boden-Pokémon, auch wenn ich Wasser bin, aber ich bin Boden. Dazu, ha, tschüss. Flitzleblitz. Das hat natürlich überlebt. Hör auf zu laggen, Spiel. Emulator, hör auf. Und es ist tot. Ja. Und Minerva ist Level 19. Ach, mein Hals juckt. Schlammbombe. Lehmschuss 55 und 95. Schlammbombe 65, 85. Es trifft Schlechtes, dafür stärker. Nein. Nein, Schlammbombe nicht erlernen. Lieber Attacken, die ein bisschen besser treffen. Das sind mir lieber als Attacken, die nicht so gut treffen. Dafür stärker sind. Bei einer brenzlichen Situation ist mir lieber, dass ich treffe, anstatt dass ich viel Schaden mache. Ich hole mein Pokémon-Info immer aus dem Radio. Damit bin ich jederzeit gerüstet. Aha. Sehr schön. Freu dich, kauf deinen Keks. Tschüss. Mediti. Keine Ahnung, was genau aus Medientier aussprechen soll. Mediti heißt es bei mir. Und es sollte tot sein. Ja, zeig doch. Das ist sehr effektiv. Das war Hermes. Es ist tot. Noch eins von Ewald. Das ist die Igitan-Form von einem Wald, oder? Wow. Innovativ, Patrick. Was geht ab in deinem Kopf? Nicht viel. Nicht viel. Das ist immer gut gesagt. Wirklich nicht viel. Und ein Makuhita. Bam. Geh einfach mal schnell. Können wir schon mal die Route aufschreiben, da wir hier bei den Pokémon fangen dürfen. Oder können, sagen wir so, dürfen. Auch, aber wir können es auch fangen. Ich stecke mal meine externen Boxen aus, weil die machen komische Geräusche. So. Nein, du wolltest nicht hin. Lass mich. Geh weg. Mein Trainer passt. Ich bin hässlich, ich weiß. Route 35, wusste ich doch. Nein, nein, geh weg. Sieh mal. Vivito. Sieh mal, Vivito. Okay, nein, egal. Ich kann es nicht aussprechen. Ich verstehe es nicht. Es ist 3:30 Uhr morgens. Verzeiht mir das bitte. Ich kann nichts dafür. Ich bin einfach schlecht. Ich bin müde. Ich muss den Party aber noch aufnehmen. Da ich die restliche Woche, heute ist Dienstag, ja. Es ist Dienstag, der 8.8., 2.35 Uhr morgens. Ich bin in der restlichen Woche nämlich nicht da, deswegen darf ich jetzt noch aufnehmen. Da ich am Wochenende schon keine Zeit dazu hatte. In Minecraft erklärt, weshalb. Na, alles sehr, sehr, sehr sporadisch aufgenommen habe. Nur in Minecraft. Das jetzt aufnehmen werde. Weil ich, so wie es aussieht, die nächsten Tage einfach weg bin die ganze Zeit. Also nicht wirklich weit weg, ich komme immer wieder nach Hause, aber so wie es aussieht, wenn ich das richtig verstanden habe, hat meine Schwester vor, wirklich bis Sonntag jeden Tag was zu machen und dann, ja, Finalschlag, haha, Musik. Habe ich keinen Bock, wenn wir da so 9, 10, 14, 20 Stunden am Tag unterwegs sind, am Abend heimzukommen und dann noch was aufzunehmen. Ich will dann ins Bett und schlafen für den nächsten Tag gut sein. Ja, ist mir dann wichtiger, dass ich am nächsten Tag fit bin und dann genug Ausdauer habe, den nächsten Tag zu starten. Und genug geschlafen habe dafür. Ach ja, du bist meine Nummer haben, kannst du haben, hier bitte. Dum, dum, da, 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 daum. Ja, ja, bla, 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 bla. Du willst auch noch kämpfen, gerne, hab ich nicht hin, oder? Ich will mich am Feuer spucken. Mal gucken, ob du auch Feuer-Pokémon hast.
Junkin, das ist kein Feuer-Pokémon. Also für mich ist das kein Feuer-Pokémon. Wenn das für dich ein Feuer-Pokémon ist, dann viel Spaß. Oh nein, Hermes, 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 bitte. Oh, du stehst so kurz vor der Entwicklung, Hermes. Ich habe nicht über deinen Pokémon gelacht, du hast starke Pokémon. Jetzt ist es ein Wettrennen der langsamen Pokémon. Wer ist langsamer? Au, 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 Minerva, Minerva, du hast gute Verteidigungswerte. Erstes Heil-Item. Ihr steht beide so kurz vor der Entwicklung, jetzt verreckt nicht. Au, 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 au. Oh, das reicht aber nicht aus, das reicht nicht aus, das reicht nicht aus. Ganz knapp nicht, ganz knapp nicht. Zweites Heil-Item. Alter, 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 nein, ihr dürft jetzt nicht drauf gehen, Minerva. Minerva und Hermes, nein, 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 ihr steht beide so kurz vor der Entwicklung. Nein, 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 das darf... Oh nein, 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 das wächst nicht, das wächst nicht. Bitte, 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 bitte. Au, 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 nein, 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 nein. Oh Gott, das macht keinen Schaden, das macht keinen Schaden. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Danke, 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 danke. Trifft, trifft, trifft. Oh mein Gott. Es ist tot, es ist tot, es ist einfach nur tot. Oh mein Gott. Hermes ist Level 20. Jesus. Minerva reicht Level nicht 20. Wolf, ich hasse dich. Ja, Alter, Nasenspitze verbrannt. Stirb einfach. Ugh. Leute, ich gehe zurück und habe mein Pokémon. Ah, das war mir ein Ticken zu knapp. Oh mein Gott. Erstmal zurückfahren, Pokémon heilen. Alter Vater. Kommt denn einfach mit dem Rhinoceros. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Gott, Alter, mach das nie wieder. Das hat mir gerade einen Herzinfarkt eingejagt. Dieses Scheißviech. Oh mein Gott. Ich heile euch. Als das Lipoment das Psychstrahl eingesetzt habe, habe ich Hermes ehrlich gesagt schon tot gesehen. Aber Hermes hat's überlebt und ich bin stolz auf dich, Hermes. Ich bin echt stolz auf dich, Hermes. I'm so proud about you. Ich weiß nicht, ob das richtiges Englisch ist. Ich kann kein Englisch. Auf jeden Fall klingt es nach Englisch. Mein Radladen ruft an. Hallo, ich bin der Fahrradlader aus dem Verkäufer des Rekord. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Danke. Und kurzer Schnitt. Hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt hoffentlich richtig. Ich gehe mal kurz ins Menü rein. Hoffentlich ist jetzt nicht wieder. Nein, Gott sei Dank. Goethe sei Dank. Ich muss dann wieder schnibbeln. Aber ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich mache das einfach mit dem Schneiden immer wieder. Das funktioniert zumindest, aber. Ich habe alles versucht. Ich habe diesen. Natürlich wieder zu Reflektor. Diesen Anti-Black-Screen-Code versucht. Ich habe mir sogar eine englische ROM geholt und die einfach auf Deutsch umgestellt. Ich habe alles Mögliche versucht, aber es ist trotzdem. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ich habe einen anderen Emulator geholt, alles Mögliche versucht. Nachdem es alles noch nicht geklappt hat, bin ich einfach auf mein altes Setup wieder zurückgekommen und ich muss halt jetzt damit leben, dass ich mehr schneiden muss. Aber muss ich wahrscheinlich sowieso. Da, so wie es aussieht, sich gleich jemand entwickeln wird. Du hast Krampf. Genau, du hast Krampfreserve. Das ist einfach nur ein Krampf. Aber reichen die Erfahrungspunkte aus? Das ist die Frage. Ach, Lebensschuss mehr. Hat das nicht Schwebe? Das sieht so nach Kraftreserve Pflanze aus, ist aber anscheinend nicht. Ja, es hat Schwebe. Reflektor funktioniert nicht mehr. Kopfnuss.
Selbst ein Crit hittet mich jetzt nicht, Alter. Ich bleib drinnen. Sagte er Crit tot. Ich hätte so gelacht. Nein, hätte ich nicht geweint. Ich hätte geweint. Bitterlich und lange. Tot. So, jetzt ist die Frage, reichst du aus? Natürlich ganz... Wie viel fehlt da noch? 10, 5. Hat hier nicht einen Top-Trank? Nein. Super-Trank los. Ah. Ich kann aber jetzt ein wildes Pokémon fangen. Und dafür tue ich aber Hermes nach vorne, nicht Minerva. Denn Hermes kann besser schwächen. Außer natürlich, ich komme da durch. Dann kommt Minerva wieder nach vorne. Denn dann will ich erst den Trainer besiegen hier. Das wäre jetzt echt lustig gewesen, wenn jetzt genau noch ein wildes Pokémon mit reingesprungen ist. Und bekannt mich. Ein Mankey. Der Udo mit seinem Mankey. Geil. Ja, wollte ich entkalten. Dein Angriff ist besser. Kopfnuss. Silberner Blick. Meine Verteidigung ist relativ gut. Töte es. Bitte. Das macht keinen Schaden. Au. Level 20 für Minerva. Yehies. Spieler besiegt Udo. Hey, Minerva entwickelt sich. Dam. Yay, ich hab Morlord. Yeah, lass uns Telefonnummer tauschen. Ist mir scheißegal, gib her. Haha. Zeit noch aufschreiben. Damit ich es weiß, damit ich es mir merken kann. Wir haben es geschafft. Unser Morlord. Zieht euch die Verteidigung an. 53. 69 KP. Es ist Minerva ist stark geworden. Das war ein Fehler. Denn ich hol zuerst dich hier nach vorne. Magaira. Denn du entwickelst dich ja auch gleich. Ja. Wann kommt das wilde Pokémon? Oder soll ich... Nein. Ein Brief. Yes. Pokémon. Ich will da nur ein Pokémon. TM Erholung. Ja, geht. Mag ich nicht. Perfekt für Minerva. Welcher von Pokébell vertraust du? Ein Pokébell. Also die sind rund. Haben eine Klappe. So wie ich. Nein, war verschluckt. Ah ja, du hast 15, sollte tot sein. Mal gucken, ob wir den Part auch noch Magaira auf Level 20 kriegen. Dann entwickelt sie sich. Wow. Magaira macht einfach weiter mit der Arena. Skunkapu. Slam. Ja. Ey, Emulator, hör auf. Flink-Cloud-Tricker, du warst eh schneller, aber egal. Mach, fertig. Besiege. Tot. Das leicht leider nicht Licht. Genau. Gut. Wildes Pokémon. Danke. Gott sei Dank hatte diese Route keine Pokémon. Ein Trauma. Das ist unendlich. Oh,
ich habe den perfekten Namen für dich. Muss mal gucken, wie man schreibt. Wow. Das war. Ja. Knapp und so. Ich hab irgendwas gemacht. Gefangen. Das heißt, der Name ist vergeben. Der passt wie die Faust aufs Auge. Für Traumato wurde ein Eintrag in den Pokédex angelegt. Es kann sich an jeden gefressenen Trauma erinnern. Die Träume von Kindern bekommen ihm bestens. Und du bekommst so einen passenden Namen. Ich sag's dir, auch wenn es jetzt noch nicht ganz so passt, aber es wird passen. Richtig geschrieben. Hypnos. Und das ist Gott des Schlafes, Bruder des Todes und Vater der Träume. So, weiter. Weiter im Paket, hätte ich fast gesagt. Warum auch nur ein Paket? Ich gehe zuerst hier lang. Weil da oben sind noch zwei Trainer. Nein, nein, ich will den Baum nicht tackeln. Ich will den Baum nicht tackeln. Die Frage ist jetzt, ist Mogelbaum ein eigenständiger Encounter oder ist das ein Encounter für die Route? Das ist die Frage, wenn es ein eigenständiger Encounter ist, dann kann ich mir einen Baum eins holen und dann Mogelbaum. Aber eigentlich ist es nur für... Es ist eigentlich ein Fix-Encounter, also ein statisches Pokémon. Au, meine Flinkklaue. Gut gemacht. Psycho-Jack-Westen. Verfolgung. Es überlebt leider wahrscheinlich wieder. Nein, es ist tot. Todd. Magaira Level 20. Albollo, Albollo. Der einzige Vorteil, sie können mit ihren Geistattacken nicht viel anrichten. Da sie einfach zu overpowered sind, sozusagen. Töte dich selbst, gut. Mach doch. Kein Problem damit. Jacques wurde besiegt. Und hey, Magaira entwickelt sich. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Glückwunsch, dein Magaira wurde zu Ibitak. Ein weiteres vollentwickeltes Pokémon. Mal gleich mal angucken. Es hat einen guten Angriff, es hat eine gute Initiative, gute KP. Was will man mehr? So. Da oben ist ja nichts mehr, nur noch Aprikoko, genau. Aprikorken. Was bezüglich Mogelbaum und dem Encounter hier ist, erfahrt ihr im nächsten Part. Das überlege ich mir jetzt dann noch offscreen. Bis nächste Woche. Aber wir werden hier den Trainer noch herausfordern. Was ich dann genau damit mache, erfahrt ihr, wie gesagt, nächste Woche. Es wird... Wow, Raichu. Es wird heute ein bisschen eine kürzere Folge, nachdem der Part bei Vorbianca ein bisschen länger war. Muss ja auch ein kleiner Ausgleich geschaffen werden, deswegen. Ist der halt mal nur 19 Minuten lang. Es war auch ein sehr, sehr langer Part. Ja. Das Einzige, was ich euch sagen kann, was ich offscreen auf jeden Fall machen werde, ich werde, wie gesagt, vorhin schon angekündigt, jeden Tag zu diesem Coiffeur nach unten gehen und damit Hermes behandeln, sozusagen, um die Vertrauen zu schärfen. Ich werde offscreen ein bisschen einfach hin und her rennen mit Hermes im Schlepptau, damit sich die Freundschaft noch weiter steigert. Und werde offscreen auch noch heilen gehen. Das heißt, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder mit komplett geheilten Pokémon und einem sehr stark Freundschafts-Plus Hermes. Und dann, ja, mal sehen, wie es dann weitergeht.
Auf jeden Fall verabschiede ich mich. Danke ich fürs Zusehen. Es ist doch wieder ein 20-Minuten-Part geworden, also ist doch gar nicht so kurz. Und wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bye.